Spiel macht Spaß. Es ist ein warmer Spätsommertag in Pontypandy. Elvis möchte heute eine Klettertour in die Berge machen. Er ist bereits seit ein paar Stunden unterwegs. Was für eine Hitze heute unter dem Helm. Aber Sicherheit geht vor. Ohne Helm wäre es viel zu gefährlich. Nur noch die große Bergwand erklimmen, dann habe ich es geschafft. Ganz schön steil der Berg hier. Elvis arbeitet sich mit seiner Spitzhacke Stück für Stück vor. Gar nicht so einfach, hier hoch zu klettern. Aber wenn ich die Hacke hier reinhaue, ja, das könnte funktionieren. Nur mit viel Kraft gelingt es Elvis, die Bergwand zu erklimmen. Nur noch ein kleines Stück. Elvis hat das Gleichgewicht verloren, stürzt einige Meter hinab und landet unsam auf dem Steinboden. Oh, wie konnte das nur passieren? Aber was ist das? Da oben lösen sich scheinbar ein paar Steine. Ein großer Felsbrocken stürzt auf Elvis herab und klemmt diesen inmitten einer Felsspalte ein. Oh nein, ein großer Felsbrocken hat mich hier in der Felsspalte eingeklemmt. Ich bekomme meine Beine einfach nicht raus. Nein, so wird das nichts. Ich muss irgendwie versuchen, an mein Handy zu kommen. Nur mit viel Mühe schafft es Elvis, an sein Handy im Rucksack zu kommen. Geschafft. Elvis hat sein Handy. Ich werde Tom Thomas auf der Bergwacht anrufen. Er sollte mit Wallaby schnell hier sein. Oh, ein Notruf aus den Bergen kommt rein. Hi, Elvis. Keine Sorge, ich würde sofort mit Wallaby starten. Gut, dass Sam gerade hier ist. Ich denke, er sollte unbedingt mitfliegen. Wenige Augenblicke später haben sich Sam und Tom auf dem Helideck versammelt. Okay, Tom, es kann losgehen. Ich werde hinten an der Winde Platz nehmen. Okay, Sam. Es geht los. Festhalten. Kurz darauf lässt Tom Thomas die Triebwerke von Wallaby an. Und hebt ab. Nur wenige Minuten später treffen Sam und Tom in den Bergen von Pontypandy ein. Okay, Tom, ich sehe Elvis. Unten auf 3 Uhr. Siehst du ihn auch? Ja, ich sehe ihn. Er scheint eingeklemmt zu sein. Ich fliege möglichst dicht ran mit Wallaby. Hier bin ich. Hierher. Okay, Tom, ich bereite die Winde vor. Ich werde mich jetzt zu Elvis herunterlassen. Sam lässt sich mit Hilfe der Seilwinde langsam zu Elvis herunter. Und hat Boden unter den Füßen. Hallo Elvis, keine Sorge, wir holen dich hier ruckzuck wieder raus. Hallo Sam, gut, dass ihr da seid. Mein Felsbrock hat meine Beine eingeklemmt. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, Elvis. Ich werde jetzt versuchen, den Felsen zur Seite zu schieben. Und hau ruck. Nur mit viel Mühe gelingt es Sam, den Felsen von Elvis' Bein zu entfernen. Puh, das wäre geschafft, Elvis. Nicht bewegen. Du könntest dir etwas gebrochen haben. Ich ziehe dich jetzt langsam heraus. Aua, mein Bein tut so weh. Okay, so kriegen wir dich nicht nach Hause. Wir brauchen die Transporttrage.
Tom, wir brauchen hier unten die Transporttrage. Okay, Sam, verstanden. Bereit machen. Tom Thomas lässt vorsichtig die Transporttrage von Wallaby herunter. So, Elvis, ich werde dich jetzt vorsichtig auf die Trage heben. Und Hauruck. Geschafft. Okay, Elvis, Tom wird dich jetzt nach oben ziehen. Tom, wir sind soweit. Du kannst Elvis hochziehen. Am Nachmittag haben sich Sam und Elvis an der Bergwacht versammelt. Gut, dass mein Bein nicht gebrochen ist. Es ist Gott sei Dank nur verstaucht. In der Tat, Elvis, da hast du wirklich Glück gehabt. Und wieder geht ein spannendes Abenteuer mit Feuerwehrmann Sam zu Ende. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch oder lasst sogar ein Abo da. Ach ja, und kennt ihr schon unsere brandneue Playmobil-Familie Fleischberger? Nein? Dann schaut doch mal rein. Jeden Sonntag eine neue Folge für euch.